Und bei mir jetzt einer der Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten, der es dann am Ende nicht geworden ist, der Kandidat der AfD, Max Otte. Herr Otte, hat nicht gereicht. Sind Sie trotzdem zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Sieben Delegierte aus anderen Parteien haben mich gewählt. Ich bin ja CDU-Mitglied seit 30 Jahren. Ich wollte ja Brücken bauen. Es war ein Zeichen, dass wir den Dialog brauchen in diesem Land. Dass ich es nicht werden würde, das war klar. Es ist der zweitgrößte Stimmenanteil, aber darum geht es nicht. Es geht darum, sich für Themen, Anliegen, die man hat, dorthin zu stellen, wie es auch die anderen beiden Kandidaten gemacht haben. Das habe ich getan, ich bin zufrieden. Sie hatten ja jetzt schon im Vorfeld angekündigt, das wird auch Ihr Abschied aus der aktiven Politik werden, der heutige Tag? Ja, ich war ja eigentlich nie Politiker, Berufspolitiker. Ich war sicherlich politischer Analyst, ich habe viel kommentiert, ich war Finanzanalyst. Und ich bin ja erst seit 7, 8 Monaten Vorsitzender der Werteunion gewesen. Das ist ja auch ein unbezahltes Ehrenamt, auch kein Profi-Politiker-Job, wenn man das so sagen darf. Und ich war vorher Publizist, habe gewirkt über meine Vorträge, über meine Schriften, über meine Kommentare und das mache ich weiter. Und von daher ist es ja auch nach so einer Kandidatur irgendwie komisch, jetzt in die Niederungen der Parteipolitik einzusteigen. Das möchte ich auch nicht. Also von daher ist es mein Abschied von der aktiven Parteipolitik. Sie sind ein CDU-Mitglied, obwohl die CDU Sie rausschmeißen will, so kann man es mal ja, sagen. Kann man sagen. Und die CDU hat ja ein Unvereinbarkeitsabkommen. Sie sagt, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. In gewisser Weise haben Sie das jetzt aber getan. Warum? Schön, dass Sie es relativiert haben, in gewisser Weise. Also es ist ja ein Wahlamt, für das man vorgeschlagen wird. Wenn ich mich zur Wahl stelle als Person, als CDU-Mitglied, müsste die CDU eigentlich froh sein, dass jetzt doch ein CDU-Kandidat da ist. Wenn ich vorgeschlagen werde von der AfD, werde ich eben vorgeschlagen. Das sehe ich noch nicht als Zusammenarbeit. Es gibt sicherlich andere Punkte, über die man sprechen muss, wenn wir uns darüber unterhalten. Aber ich werde auf jeden Fall argumentieren, dass ich meiner Partei einen Dienst erwiesen habe und dass ich nicht mit der AfD zusammengearbeitet habe. Denn es ist ein anonymer Wahlvorgang. Nochmal, ich habe einen Vorschlag. Ich habe eine Nominierung angenommen, das sehe ich nicht als Zusammenarbeit. Andere sehen das anders natürlich. Ja. Die sagen, sie sind als Populist aufgetreten, weil sie sozusagen diese ganze Wahl auch in Frage gestellt haben, indem sie einfach als Mitglied einer anderen Partei Kandidat eben jener Partei AfD wurden. Nein, ich sehe das als Demokratie, bitteschön. Also ich meine, das ist nämlich genau das Rumdrehen. Also bitteschön, wer für dieses Amt qualifiziert ist, wer vorgeschlagen ist, der wird als Person vorgeschlagen und der wird für Themen vorgeschlagen, so wie Gerhard Trabert, den ich wirklich respektiere für seine Arbeit für das Thema Armut. Das wollte er nach vorne bringen. Und nein, das ist Demokratie, das ist das Gegenteil von Populismus. Das ist eine Alternative, das ist eine Möglichkeit auch für die Unionswähler oder Unionsdelegierten gewesen, anders zu wählen. Und das wäre eigentlich die Aufgabe meiner Partei, der CDU gewesen, einen Gegenkandidaten aus der Union zu benennen. Und ich habe immer gesagt, wenn der noch kommt, ziehe ich meine Kandidatur zurück. Die AfD hat jetzt als einen Wahlmann auch den Faschisten Björn Höcke zum Beispiel aufgestellt. Sich von so jemandem wählen zu lassen, das muss doch irgendwie auch wehtun, oder nicht? Es tut nicht weh. Das ist eine geheime Wahl. Das sind absolut faire Verfahren. Er ist in dieser Delegation, genauso wie es Linksextreme in der Delegation gibt, die dann vielleicht den linken Kandidaten wählen. Also es gibt auf allen Seiten dort Personen, die man vielleicht nicht so im täglichen Leben sehen möchte, die aber im Rahmen dieses demokratischen Prozesses da sind. Und da lasse ich nicht dran rütteln. Da ist auch egal, wer dann wählt. Es kommt auf den Kandidaten an und nicht auf denjenigen, der abstimmt. Wie ich hatte schon erwähnt, die CDU will Sie rausschmeißen. Sehen Sie möglicherweise in der AfD dann eine neue politische Heimat? Ich habe es ganz klar gesagt, ich werde nicht in eine andere Partei gehen. Ich kämpfe um den Verbleib in der Union, in der CDU. Wenn das klappt, schön. Wenn es nicht klappt, dann bin ich parteilos. Vielen Dank. Soweit Max Otte, der Kandidat der AfD, der heute 133 Stimmen bekommen hat und deswegen sagt, das war jetzt ein ganz gutes Ergebnis für ihn, beziehungsweise 140 haben sie bekommen, genau 140, also und 333 AfD-Wahlmänner waren hier. Für ihn ein Erfolg, dass 7 Menschen aus anderen Parteien ihn gewählt haben. Nichtsdestotrotz sagt die CDU, sie möchte ihn aus der Partei raushaben und er selbst sagt, heute wird er sich aus der aktuellen Politik verabschieden.